So, das ist nächste Aufgabe C. Ein Unternehmen produziert Thermometer. Im Rahmen einer Qualitätskontrolle werden die produzierten Thermometer unter jeweils gleichen Bedingungen getestet. Die ermittelten Temperaturen können als annähernd normal verteilt angenommen werden. In der nachstehenden Abbildung ist der Graph der zugehörigen Verteilungsfunktion dargestellt. Das heißt, es ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten und die Summenfunktion. Lesen Sie aus der obigen Abbildung den Erwartungswert μ ab. Naja, das ist also immer dann, wenn ich hier die Wahrscheinlichkeit 0,5 habe, kann ich den Erwartungswert ablesen. Also 0,5 auf der y-Achse rübergehen auf zur x-Achse ergibt 37. Das heißt, 37 Grad Celsius wäre die mittlere Temperatur. Naja, so eine menschliche Temperatur ist das irgendwie. Lesen Sie aus der obigen Abbildung die Wahrscheinlichkeit ab, dass die ermittelte Temperatur höchstens 36,9 Celsius beträgt. Höchstens passt genau zu dieser Grafik. Also schauen wir unter 36,9 nach, was ist denn da oben eingetragen? Ist es 0,2 die Wahrscheinlichkeit, also 20%. So, und jetzt kommt das, was am schwierigsten hier ist. Ermitteln Sie die Standardabweichung Sigma. Ja, das ist jetzt also nicht so einfach, weil es dazu keine wirklich gescheite keine Lösungsmethode hier gibt mit dem Taschenrechner. Der funktioniert also in dem Fall, wenn ich da hier x eintrage, nicht. Also man kann sich jetzt einmal die Grafik anschauen. Was ist denn jetzt hier zu wissen? Vielleicht sollte man das noch wissen. Welche Wahrscheinlichkeit entspricht also dann hier der μ minus Sigma? Das wäre nämlich dann ja, was ist denn für eine Wahrscheinlichkeit bei μ minus Sigma? Da müsste man sich das vorher überlegen oder ausdenken. Oder, ja, man weiß es vielleicht sogar, dass μ minus Sigma eine Wahrscheinlichkeit hat von 0,1587. Ja, okay. Das, ja, 1587. Das heißt, wenn ich hier auf der Grafik auf 0,15 rübergehe, hinaufgehe und nach rechts, dann komme ich da hier bei 36,88 raus. Und bis 37 ist es 1,2. Das heißt, das Sigma ist dann 1,2. Das ist die einfachste Methode, wenn man sich das merkt, dass es also die Wahrscheinlichkeit hier für Sigma für μ minus Sigma 0,1587, also 0,16. Ja, gut. Die andere Möglichkeit ist, und das ist jetzt ein bisschen abenteuerlicher, man könnte ja schon versuchen, hier die Normalverteilung hier zu benutzen. Und zwar könnte man also jetzt hier die Normalverteilung eintippen, die Norm CDF einmal, und da ich das Sigma nicht weiß, aber ich weiß, dass jetzt hier die Daten von dem einen Punkt, den wir uns jetzt gerade angeschaut haben, bei 36,9 Grad Celsius ist es die Wahrscheinlichkeit 0,2, die Summenwahrscheinlichkeit, also von minus unendlich bis 36,9 und der Mittelwert war 37, nur das Sigma wissen wir nicht. Okay, das heißt, ich könnte daraus eine Funktion machen. Also das ist jetzt wirklich ein Abenteuer. Das würde ich bei der Matura nicht machen. Ich würde es also wirklich von der Grafik her versuchen abzulesen, wenn ich das so ungefähr weiß. Oder der Punkt entfleucht mir. Ich kann also daraus eine Funktion machen. Also ich tippe mal ein, Menü 5, 5, Wahrscheinlichkeit und die Normal CDF. Und gehe also von minus unendlich bis die 36,9. Mittelwert ist 37 und dann nehme ich ein x, weil ich ja das nicht weiß. Okay. Er kann es natürlich jetzt nicht ausrechnen, aber ich kann also daraus mit Ctrl Sto eine Funktion machen. F 1 von x, Enter. Und ich gehe also zur Funktionsanzeige. Und kann mir also jetzt hier die Funktion anschauen. Momentan wird sie also vielleicht nicht zu sehen sein.
Also das heißt, das erste ist einmal, dass wir Menü 4 Fenster Zoom gehen und eine Zoom Standard 5 nehmen und dann noch einmal Menü Fenster Zoom und A Zoom Anpassung. Und dann sieht man die Funktion erst einmal. Okay. Dann können wir als zweite Funktion, und das ist jetzt der Spezialtrick, als zweite Funktion eingeben, einfach nur 0,2. 0,2 ist ja der Zielwert. Ich möchte haben, dass also hier die Wahrscheinlichkeit 0,2 erreichen soll. So, und jetzt kann man dann als nächstes, wenn wir das eingetippt haben, den Graph analysieren, man kann einmal mit Spur ausprobieren, aber besser ist es gleich Nummer 6 zu gehen, Graph analysieren und den Schnittpunkt 4. Und dann muss man sich halt ein bisschen spielen und da hier die zwei Funktionen dann hier eintippen und den Schnittpunkt suchen. Und dann bekommt man als Wert 0,119 für x und 0,2 für y. Also 0,119 ist also dann das Sigma. Wir hatten vorher 0,12, also super. Aber das ist jetzt wirklich ein Beispiel außerhalb üblicher Tendenzen.